10.30 Uhr waren am zweiten Weihnachtsfeiertag vier junge Erwachsene mit ihrem Audi auf dem Weg in Richtung Loppenhausen. In einer Rechtskurve der B16 kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Böschung. Der Audi kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Während drei der vier Insassen das Fahrzeug aus eigener Kraft leicht verletzt verlassen konnten, musste eine 18-jährige Insassin mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Loppenhausen, Pfaffenhausen, Krumbach, mehrere Rettungswagen, die Einsatzleitung des Rettungsdienstes sowie eine Streife der Polizeiinspektion Mindelheim. Die B16 war während der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens sind noch keine Angaben möglich.